Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Und wir befinden uns immer noch auf dem Balkett bei Prinzessin Adda in den Gemächern. Und da ich die ihrer kenne, weiß ich ja schon, wie das endet. Na, das wollen wir erstmal schauen. Wir haben ja wichtige politische Angelegenheiten zu besprechen. Endlich. Also dann Politik. Aber leise. Man soll uns nicht hören. Wie ihr befehlt. Das will ich wohl meinen. Der Prinzessin können wir nicht widersprechen. Natürlich nicht, sie ist die Prinzessin. Ist ein Ungeheuer in der Nähe? Es scheint so, sie war ja mal eins. Ja, das haben wir ja im Intro gesehen. Geralt, ich habe mit Declan gesprochen. Und? Ihr solltet miteinander reden. Wieso sollte ich ihm meine kostbare Zeit opfern? Er wird euch ein Angebot machen. Ihr solltet es annehmen. Seid ihr sicher, ihr benutzt mich nicht als eines eurer Werkzeuge? Nur im Bett, Hexer, nur im Bett. Was ist denn das für ein Cut? Eben waren wir noch bei Prinzessin Adda. Ja. Jetzt sind wir hier bei ihr. Was ist das Geschenk Laras? Das ist eine lange und komplizierte Geschichte, aber ich werde mich kurz fassen. Lara Doran Eb Shiadal war keine normale Elfin. Eher so etwas wie eine genetische Bombe. Sie sollte sich mit einem anderen genetisch veränderten Individuum vereinigen und ein noch außergewöhnlicheres Kind zur Welt bringen. Dazu kam es jedoch nie. Lara verliebte sich in Krenegan von Loth, einen Magier, einen Menschen. Die Wege von Laras und Krenegans Kindern, den Kindern des älteren Blutes, ließen sich nicht so leicht verfolgen. So kam es, dass die Zauberer, die den ganzen Plan ausgeheckt hatten, die Kontrolle über ihr wertvolles Gen verloren. Jetzt hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Das Geschenk Laras. Ja. Mir ist es so, als ob ich das zum ersten Mal höre. Das erste Mal? Nein, sie war auch eine Prophetin und hat das Zeitalter von Schwert und Axt vorausgesagt. Was ja auch unser Junge da, Alvin. Richtig. Der hatte ja auch diese Eingebung. Aber er hat von Feuer und Schwert geredet, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das ist ja so ziemlich dasselbe in der Kernaussage. Und in den Büchern gibt es auch ein Kind, was das ältere Blut in sich trägt. Und so hängt das eben halt zusammen. Es gibt ja nicht die Handlung vom Buch wieder, sondern, und wie ich vermute, hat Alvin auch das ältere Blut in sich, weil er auch diese Prophezeiungen hat. Und so hängt das dann zusammen. Und wir werden das nicht in diesem Teil komplett aufdecken, auch nicht im zweiten, dann wahrscheinlich im dritten und letzten Teil. Der soll ja die Geschichte dann abschließen. Ja, komplett. Denke ich, das wird dann hoffentlich da. Ja. Fertig gemacht. Ja, hier sind ja viele Sachen, die auch für die Leute, die das Buch gelesen haben, also die das nur verstehen können, wie dieses Fest bei Shani, wo sie von dem Vampir geredet haben. Ja, richtig. Und das versteht man ja nicht. Ist gut, dass du die Bücher... Jetzt habe ich schon wieder die Flasche umgetreten. Ja. So ein Unsinn. Aber ist gut, dass du die Bücher gelesen hast. Das erhält doch so einiges. Ja, sollte man lesen, wenn man die Spiele mag. So, jetzt fragen wir mal, ob das Fest auch so langweilig ist. Findet ihr dieses Fest auch so langweilig? Schwebt euch etwas Interessanteres vor? Zu Hause, Geralt. Zu Hause. Am besten, wir gehen nach Hause. Das Verhältnis von Geralt zu Triss ist in den Büchern auch anders. Inwiefern? Da gibt es dann noch eine Zauberin Yennefer, die wir verliebt sind, schon seit Ewigkeiten und da immer ein Auf und Ab geht in der Beziehung. Und Triss ist verliebt in uns, aber alles läuft hier in Yennefer. Und Yennefer und Triss. Und so schließt sich der Kreis. Nein, das wäre Album. Zum Teufel damit. So, mit wem sollen wir reden? Mit Declan Doivar. Richtig. Freut mich, dass ihr hier seid. Was gibt's? Ein altes Sprichwort lautet, jeder Feind meines Feindes ist mein Freund. Kommt zur Sache. Geralt, ich bitte euch. Hört euch an, was Declan zu sagen hat.
Lasst mich raten. Ihr braucht jemanden, der die Drecksarbeit erledigt. Und habt euch gedacht, ein Hexer mit Gedächtnisverlust wäre perfekt geeignet. Genau. Helft ihr, die Salamandra zu vernichten? Klar, machen wir doch. Ich helfe euch. Aber das heißt nicht, dass wir Freunde sind. Wunderbar. Das entspricht dem, was wir gehört haben. Alle Geheimbünde brauchen Gold. Fistech bringt für die Salamandra den größten Profit ein. Unsere Spione berichten von einem neuen Salamanderlager draußen in den Sümpfen. Die Kräuter werden geerntet und dann zu einem anderen Stützpunkt in Visimas Tempelbezirk geschafft. Schon wieder Sumpf- und Elendsviertel. Na toll. Wir sind sicher, dass ihr beide Lager zerstören könnt. Wenn ihr Unterlagen und Beweise findet, die uns helfen könnten, kommt wieder zu mir. Jawohl, Sir. Bitte um Erlaubnis, die Mission anzutreten, Sir. Beide Lager sind neu und ohne starke Befestigungen. Das ist eine Kleinigkeit für euch. Einen Menschentrupp hingegen würden die Salamander mühelos abschlachten. Da opfert man doch lieber einen Hexer. Wenn ich zurückkomme, weiß ich mehr. Kommt morgen wieder, falls ihr Hilfe braucht. Triss hat diese Formel speziell für euch besorgt. Wird das der vernichtende Schlag gegen die Salamander? Das wissen wir noch nicht. Klingt aber so, wenn ich die Quest-Aktualisierung da unten lese. Hexe. Wegen meiner Identität. Schon Fortschritte gemacht? Ich analysiere das alles noch. Wo ist denn nicht Adda jetzt hin? Ach, den hatten wir mal hingeworfen, ne? Mhm. Haben wir eigentlich unser Amulett haben wir wieder, ne? Ja. Dass wir das da vergessen und dass das dann darum liegt. Ich werde mir sparen. Ihr seid an. Wobei wir wollten ja die Süßigkeiten für unseren Eldin haben. Ist das noch aktuell? Ich glaube. Ja, wir können gar nicht mehr vorbeischauen. Mit euren Waffen würde ich der Wache aus dem Weg gehen. Schlag mich im Memme! Hier sehe ich ja keinen Würfelspieler. Ja, das ist eigentlich verwirrend, weil eigentlich erwartet man ja die in solchen Lokalitäten. Müssen wir uns andere suchen. Noch Profis. Damit wir auch Profi werden. Noch profihafter. Oh, was gibt's denn hier? Hinrichtung, ja. Da sind wir dabei. Ganz schön. Für etwas Ruhe und Frieden. Geralt, hört nicht auf diesen vollgepissten Betrüger. Was ist los, Thaler? Er ist darin verwickelt. Die gefälschten Erlasse. Aber ich dachte... Woher habt ihr das königliche Siegel, eierleckender Dreckskerl? Wie könnt ihr es wagen, mich zu beschuldigen, Wurm? Glaubt ihr, das Siegel ist gefälscht? Eindeutig. Wenn das hier ein königlicher Erlass ist, wo ist dann Foltests Unterschrift? Geralt, das ist eine Provokation. Der König muss nicht jeden Erlass unterzeichnen. Das Siegel ist echt. Ihr lügt, Devet. Ich kann es beweisen und ihr werdet hängen. Ihr könnt gar nichts beweisen. Ergebt euch und lebt. Haltet euch da raus, Hexer. Niemals. Mich bekommt ihr nicht lebend, ihr Dreckskerle. Ich höre mir beide Seiten an. Ja, wir sind diplomatisch. Ich höre mir beide Seiten an. Hexer, beweist euch als ehrlicher Mann oder als Feigling. Was wollt ihr, Devet? Dieser Schuftaler fügt sich dem königlichen Erlass nicht. Welcher Erlass?
Der königliche Erlass, welcher das Siegel eures gnädigen Herrschers Foltes trägt und der ihn seines Amtes enthebt. Kraft der mir übertragenen Autorität, etc., etc., wird Thaler hiermit seines Amtes als Geheimdienstchef Temeriens enthoben. Und Thaler widersetzt sich? Ihr macht Witze. Ja. Beweist, dass ihr ein wahrer Patriot seid. Tötet diesen Emporkömmling! Elende Lügen! Der Erlass ist gefälscht! Dieser hirnlose, korrupte Zelot will mich unbedingt tot sehen! Schweigt, verlauster Abschaum! Ihr werdet hängen, Verräter! Geralt, bringt mir den Emporkömmling! Und er muss nicht in einem Stück sein! Jetzt müssen wir uns Thaler nicht Ich höre anbringen. Mir beide Seiten an. Ja, Thaler hat mir da eben schon gehört. Habt ihr euch entschieden? Ach so, das war sein. Okay. Der Wett war ja dieser Aufpasser von Prinzessin Adda. Ja, der war ja uns ja nicht sehr positiv eingestellt. Richtig. Und ich glaube nicht, dass der Geheimdienstchef einfach so enthoben wird. Richtig. Ohne die Unterschrift des Königs. Das ist auch eine sehr wahre Aussage. Wir töten lieber den Wett, würde ich sagen. Und Thaler hat uns ja auch geholfen. Richtig. Das heißt. Lasst die Finger von ihm. Das werdet ihr bereuen. Ihr alle werdet das bereuen. Still, Priester. Danke für eure Hilfe, Geralt. Ihr taucht am besten eine Weile unter. Gute Idee. Aber ich muss mit euch reden. Später. Ich muss etwas erledigen. Na gut. Wir treffen uns im neuen Narrakord. Das ist, was ist denn neu? Ach so, das ist das Gasthaus. Okay. Kneipe, Taverne. Oh, ja, Entschuldigung, dass ich nicht diese altertümlichen Begriffe nutze. Rittersporn. Ihr seid ja ein ganz gefährlicher mit diesen Waffen auf dem Rücken. Ganz schnell fertig. Ich bin ja so schlau. Schnell weg hier. Nein, da kommt Geralt. Wir haben das Stadtbewohner. Meine Geduld ist zu Ende. So sehen wir uns wieder. So ist es wohl gelaufen, denke ich. Ich denke, ich sollte mich bei euch bedanken, dass ihr meinen Arsch gerettet habt. Ich bin nicht sicher, ob es klug war, sich mit Devet anzulegen. Natürlich war es das, vorausgesetzt euch liegt Temeriens Wohlergehen am Herzen. Was meint ihr damit? Etwas liegt in der Luft. Ihr vergesst, dass ich ein einfacher Hexer bin. Es ist so. Bevor der König aufbrach, gab er Visima in meine Obhut. Seht her. Sieht authentisch aus. Während meiner Abwesenheit vertraue ich euch das... Ich weiß, dass ihr lesen könnt, Hexer, aber seht. Nicht nur des Königs Siegel, sondern auch seine Unterschrift. Die fehlt auf den anderen Erlassen. Ein Siegel kann man stehlen, aber eine Unterschrift ist schwer zu fälschen. Also sind die königlichen Erlasse gefälscht. Genau. Interessant. Können wir uns richtig entschieden? Ich werde mir sparen. Ja, oder Thaler hat das alles inszeniert. Ja, du wolltest Thaler doch schon wieder tot sehen. Nee, die Wett. Nee, du bist ja immer so auf Seiten der Autorität. Ich wollte die Wett tot sehen, weil der uns nicht mag. Weil der uns nicht mag. Niemand soll sagen, ich gebe mich mit Hexern ab. Ich bin schon ziemlich abgefüllt. Ein Jammer. Ich bin schon ziemlich abgefüllt. Albinus-Linge? Albinus-Linge? Ja, ganz schön wenig Betrunkene hier. Ja, die sind alle noch drin. Noch. Also es sind Triss ihr Haus. Triss ihr Haus? Ja. Das heißt Trisses Haus. Trisses. Das ist
wie eine Schlange. Triss. Muss man da eigentlich da vorstellen. Und ich denke, reingehen wir in der nächsten Folge. Genau, schnell noch reingehen. Da kam mir zuvor. So, dann reden wir in der nächsten Folge mit Alvin und versuchen ihm mal unsere Süßigkeiten in Anführungsstrichen zu geben. Jetzt guck mal bitte auf die Uhrzeit, warum der mitten in der Nacht rumhüpft. Na gut, 9:30 ist nicht mitten in der Nacht, das ist ihm vergeben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin.